Diese Spargelsuppe musst du einfach probieren. Bevor wir mit unserem Spargelrezept anfangen, gebe ich auch noch einen kleinen Tipp. Ah, er ist frisch. Ja, so muss er quietschen, wenn das ein frischer Spargel ist. Ich habe schon ein paar ohne euch angefangen. Wichtig ist immer, um das zu zeigen, das hintere Stück ist immer meistens ein bisschen holzig. Das schneiden wir hier einfach mal ab. So soll es sein. Wichtig ist natürlich auch immer von oben nach unten schälen. Ja, warum? Wir wollen den Kopf nicht verletzen, weil den werden wir nachher noch benötigen. Das wird noch eine sehr wichtige Rolle am Ende spielen. Aber so weit sind wir ja noch lange nicht. So, ich mache die beiden Jungs noch fertig und weiter geht es. So, der Spargel ist geschält, wir haben unsere Schalen. Diese kommen jetzt, ich habe schon mal hier kochendes Wasser, kurz rein. Das ist ja heute wieder was. Lange Haare, da stehe ich ja drauf. So, das Ganze erstmal vermengen. Dann machen wir schon eine kleine Würzung mit Salz und Pfeffer. Und das Ganze ist auch wichtig, dass das höchstens sage ich jetzt mal, 4 bis 5 Minuten köchelt, weil sonst wird es bitter. So, Spargelschalen kochen. Jetzt schneiden wir das Ganze so in 3-4 cm den Spargel, weil ein bisschen was möchte man ja auch in der Suppe drin haben beim Schnagulieren. So, und die Köpfe, das wird nachher noch das große Geheimnis bleiben bis zum Schluss. Die werden natürlich separat gelagert zur besonderen Verwendung. Ich mache das schnell fertig und dann sehen wir uns sofort wieder. Und das Köpfchen kommt auch da rein. 4 Minuten sind vorbei. Als nächstes nehmen wir die Spargelschalen raus. Schön abtropfen. Ja, warum nimmt der eine Schaumkelle? Ja, weil ich heute wieder ein bisschen faul bin, ne? Und zwar, warum bin ich faul? Ja, ich hätte es auch durch ein Sieb schütten können. Aber es geht ja so genauso gut. Und wir arbeiten ja mit dem gleichen Topf weiter. Und es geht auch hier gleich weiter. So, die Schalen haben sich verabschiedet aus dem Topf. Alles wunderbar, alles im grünen Bereich. Als nächstes kommt unser Spargel rein und das erstmal für circa 10 Minuten und das Ganze wird abgedeckt durch einen Deckel. Wo ist er? Hier. So, 10 Minuten sind vergangen. Man sollte sich immer versichern, dass der Spargel auch dementsprechend gut gegart ist. Und für mich hat das jetzt genau den richtigen Biss. Wir füllen den Spargel kurz um. Einige werden jetzt sich fragen, warum hat er immer noch keine Mehlschwitze gemacht? Das bleibt das große Geheimnis, auch bis zum Schluss. Wir sehen uns. Ja, als nächstes kommt hier nochmal ein Teelöffel Zucker mit dran. Mecklenburger mögen das lieblich. Und ein Hauch von Zitronensaft. Knapper Teelöffel, möchte ich sagen. Jetzt verkoste ich die Sache nochmal. Ja, ist schon ganz gut. Aber es fehlt noch ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Wir kommen zum Geheimtipp, unsere beliebte Mehlbutter. Dadurch haben wir uns die Mehlschwitze gespart. Und Timmy wird euch das nachher unten verlinken, soweit, dass ihr das nochmal genau nachvollziehen könnt. Wir stellen jetzt als nächstes erstmal eine richtig gute Bindung her. Und das Tolle ist, wir haben uns einen extra Topf gespart. Genau. Von der Mehlbutter habe ich ca. 120 Gramm genommen und das ist der absolute Geheimtrick. Und wichtig, immer schön rühren und das Mehl auskochen lassen. So, der Spargelfond, ihr seht ja, richtig gut angedickt, so mag ich es gern. Der Spargel kommt jetzt hinein, einmal kurz umrühren, wir wollen ihn nicht zerstören. Und ihr habt euch ja immer noch gefragt, was macht er mit den Köpfen? Ja, die kommen in diesen Topf rein. Da haben wir ein bisschen Salz mit drin. Und das wird nachher am Ende beim Anrichten eine wichtige Rolle spielen.
Und wie lange bleiben die in diesem Topf? So circa, weil sie oben am Kopf immer besonders zart sind, circa nur 5 bis 6 Minuten. Und seid gespannt. Während unsere Spargelsuppe zieht, machen wir noch ein bisschen Kurkuma mit rein. Das Auge ist mit und gibt eine richtig schöne Farbe nachher mit zum Anrichten. Aber da kommen die speziellen Tipps erst richtig durch, damit es gut gelingt. Und gesund ist es auch noch. In der Zwischenzeit mache ich noch ein bisschen Petersilie fertig. Und wofür das gut ist, das werdet ihr gleich sehen. So, ihr seht ja, das Kurkuma hat wunderbar gewirkt. Und ich fülle euch das ganz frisch ein hier, dass das richtig lecker wird hier. Brauchen wir auch noch die anderen Zutaten, die ich vorbereitet habe. So, einmal Nachschlag lassen wir einfach drin. So, und zwar, den Petersilie brauchte ich für unsere Spargelspitzen. Die sind besonders zart. Die legt ihr einfach oben an. Beim anderen genauso. Dann wird es nämlich richtig lecker. Kräuter sind das A und O. Man weiß, es schmeckt immer wieder. Und am Rande auch noch ein bisschen Aroma, leicht ein bisschen Schnittlauch rüber und die Sache ist perfekt. Ja, das waren heute wieder die Mecklenburger Kochbuben. Ich hoffe, es hat euch heute wieder Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, euer Jörgi und euer Timmy.